Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, was der Where-Befehl in SQL ist und wie du diesen anwendest. Bevor wir loslegen können, bitte ich dich, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer anbieten zu können und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Einer der fundamentalsten Befehle in SQL ist der Where-Befehl. Möchte man spezielle Daten aus einer Tabelle haben, muss man diese filtern bzw. selektieren. Damit das funktioniert, benötigt man eine Filterregel, sprich eine Bedingung, die festlegt, welche Daten angezeigt werden sollen und welche nicht. In SQL schränkt man diese Auswahl der Daten mit dem Schlüsselwort where. Wie hier zu sehen, gebe ich sozusagen nach dem Select und dem From das Schlüsselwort where ein. Die SQL Where-Bedingung erscheint immer in Folge auf die in From ausgewählte Tabelle, wie hier zu sehen. Die Bedingungen können zwei Typen von Operatoren beinhalten. Das bedeutet, es gibt mehrere Varianten, welche Filterungen ich vornehmen kann. Da wäre eingangs erwähnenswert die Vergleichsoperatoren. Um Vergleiche in SQL zu ermöglichen, muss aus den folgenden Vergleichsoperatoren der richtige ausgewählt werden. Diese Operatoren sind aus der grundlegenden Mathematik bekannt. Der Unterschied zur Mathematik ist, dass diese Bedingungen nicht ausschließlich für Zahlen gelten. Es können die Werte der Felder auch mit Texten verglichen werden. Sehen wir uns die Vergleichsoperatoren nun näher an. Da gibt es den meistverbreitetsten ist gleich. Das ist sozusagen eine exakte Überprüfung. Dann gefolgt von einem ist nicht gleich, entspricht nicht. Und dann gibt es die ist größer und ist kleiner als und auch noch die zusätzlichen Verfeinerungen ist größer als oder ist gleich und ist kleiner als oder ist gleich. Sehen wir uns das nun praktisch an einem Beispiel an. Und zwar habe ich hier eine SQL-Abfrage auf diese Tabelle und diese beinhaltet nun etliche Spalten. In unserem Fall möchte ich nun diese Operatoren für diese Tabelle anwenden und habe hier bereits die Spalte UnitPrice mit dem Vergleichsoperator ist gleich auf die Zahl 35 festgelegt. Wenn ich nun diese ausführe, erhalte ich nun alle Datensätze, wo der Unitpreis 35 entspricht. Sehen wir uns den nächsten Operator an, und zwar ist ungleich. Ich ersetze diesen und erhalte nun alle Datensätze, die ungleich 35 im Feld UnitPrice sind. Dann gibt es noch größer 35. Auch hier funktioniert das tadellos. Und der ist kleiner als funktioniert ebenso. Sehen wir uns noch den größer als oder ist gleich an. Und zwar mit einem dahinter gesetzten Ist-Gleichzeichen. Wenn ich dieses ausführe, dann erhalte ich nun den Unitpreis größer oder gleich 35. Wie hier zu sehen, hier war die Zahl 35 im Unitpreis. Kommen wir nun zu der nächsten Auswahl an logischen Operatoren für diese Where-Bedingung. Und zwar führt diese Tabelle nun weitere Vergleichsoperatoren an, und zwar der logische Operator AND. Dieser gibt an in SQL bzw. True, wenn alle Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind. Dann gibt es noch den Befehl oder den Operator OR, und zwar wenn mindestens eine von allen Bedingungen erfüllt ist. Und zu guter Letzt noch das NOT, wenn die Bedingung nicht zutrifft. Auch hier habe ich ein Beispiel vorbereitet. Und zwar
befinden wir uns auf der Kundentabelle, dem Customer, und habe dort den ersten Vergleichsoperator AND angewendet. Und zwar möchte ich alle Datensätze, wo der First Name James und der Nachname Young ist. Wenn ich diese ausführe, erhalte ich nun alle Datensätze, wo das der Fall ist. Ich könnte auch statt dem AND ein OR anführen und erhalte dann alle Datensätze, wo der Vorname James oder der Nachname Young ist, und erhalte hiermit circa 200 Datensätze. Des Weiteren kann ich auch noch den Vergleichsoperator NOT anwenden, und zwar muss ich diesen vor der Spalte anführen und kann dann alle Datensätze mir anzeigen lassen, die als Vorname nicht James haben. Zu guter Letzt kommen wir nun zu den speziellen Operatoren, die es noch für diese Verbfilterung gibt. Und zwar, wie hier in dieser Tabelle zu sehen, gibt es einen sehr häufig verwendeten logischen Operator, und zwar der Like. Dieser ermöglicht sozusagen die Suche nach einem bestimmten Muster. Dann gibt es noch den Operator In. Dies ist eine Kurzform für viele Oder-Operatoren. Und dann gibt es noch den Between, um auch sozusagen einen Bereich zu filtern zwischen zwei Werten. Dann gibt es noch den Exists. Dieser prüft, ob eine Unterabfrage in einer Spalte existiert. Any Vergleich mit irgendeinem Wert einer Unterabfrage und All Vergleich mit allen Werten einer Unterabfrage. Sehen wir uns das nun an einem Beispiel kurz an. Und zwar verwende ich in dieser Abfrage wiederum die Kundentabelle und möchte mir alle Datensätze anzeigen lassen, wo der Vorname mit dem Buchstaben J beginnt. Das kann ich nun mit diesem Like-Vergleichsoperator durchführen und erhalte nun alle Datensätze, wo der Vorname mit J beginnen. Ich kann dann auch statt diesem Like ein In anführen und beispielsweise mir alle Datensätze anzeigen lassen, die als English Education, diese Spalte, folgende Ausbildung besitzen: High School und Bachelors. In diesem Fall muss ich noch die Spalte anpassen, und zwar English Education, und erhalte nun alle Datensätze, wo die Ausbildung für die Spalte English Education Bachelors oder High School ist. Dann gibt es noch auch einen sehr häufig verwendeten Vergleichsoperator, und zwar der Between. Angenommen, ich möchte alle Kunden bzw. zahlende Kunden mit einem Einkommen zwischen 40.000 und 60.000 mir anzeigen lassen. Dann führe ich das mit dem Between-Befehl an, und zwar zuerst die untere Grenze 40.000, anschließend mit einem AND und dann 60.000. Dieser Bereich ist inkludierend, das bedeutet, dass die Grenzen ebenso angezeigt werden bzw. berücksichtigt werden. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesem Where-Befehl nun die Tabellen bzw. Daten noch wesentlich einfacher einschränken. Und falls ihr Fragen dazu habt, dann lasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten, und freue mich, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.